Kennst du das, wenn Mordi dich nach Leuten fragt von damals? Was machen jetzt die so und so? Wie ein kleiner Wink des Schicksals. Dann kommst du so ins Grübeln, fragst dich, wieso du das nicht weißt. Ey, die war doch wirklich wichtig für dich damals zu dieser Zeit. Ja, geh mal ins Internet, denk ich mir und find direkt diverse hippe Seiten, die mir dein neues Leben zeigen. In warmen, bunten Farben oder deep, so in schwarz-weiß. Zwar nie das gleiche Outfit, doch immer der gleiche Scheiß. Deine Füße am Strand, deine Füße am See, deine Füße auf dem Alex, deine Füße an der Spree. Du trinkst Soja-Chai-Latte statt aus Riesentee. Isst statt Butterkuchen lieber glutenfreie Canapés. Sushi mit den Mädels selbst gemacht. In Anbetracht der Reach habt es damit wirklich weit gebracht. So über Nacht, was ich an dem Bild so schön find, rat mal. Dein Lächeln nachts um zwei ist wie damals immer noch unschlagbar. Hey Gloria, wann ging es los? Was ist passiert? Womit fing es an? Bist du immer noch die? Hey Gloria, wann ging es los? Was ist passiert? Womit fing es an? Bist du immer noch die? Melancholischer Blick aus dem Fenster bei Regen, du läufst dir gegen der Sonne entgegen. Sonnenauf und Untergang, Eingang, Ausgang, Rundgang, Seegang, Tauchgang, Tiefgang, Spaziergang, Gedankengang sind immer ein Produktionsvorgang. Könntest du dich nicht einfach mal selber influenzen und mit allen Konsequenzen deine Handytime begrenzen? So wie früher, eine Auszeit, gemeinsam Schule schwänzen. Wir kannten alle Regeln, doch wir kannten keine Grenzen. Ey, Gloria, Alter, wo sind denn die Jahre geblieben? Du von mir in Deutsch und ich in Mathe von dir abgeschrieben. Ich hoffe, mit deinen neuen Leuten bist du soweit zufrieden und dass da echt Leute dabei sind, die dich von ganzem Herzen lieben. Sei weniger social, ein bisschen mehr sozial, ein bisschen mehr im echten Leben, ein bisschen weniger viral. Literally, komm gern rüber, du hast nichts zu verlieren. Denn ich geh nicht zu Instagram, ich komm einfach zu dir. Ha, ha, ha.